Hallo, willkommen zurück zum Lernzyklus Ungleichungen. Wir sind bereits beim Höhepunkt des Lernzyklus angekommen. In diesem Video werden wir Ungleichungsketten betrachten, wie wir zur Lösungsmenge kommen und wie wir sie anschließend am Zahlenstrahl darstellen können, erfährst du jetzt. Bevor wir beginnen, eine kleine Anmerkung. Wir arbeiten wieder in den natürlichen Zahlen. Aber jetzt können wir wirklich starten. Ein Beispiel für eine Ungleichungskette wäre das. Schrecke dich nicht, nur weil hier auf einmal mehrere Ungleichheitszeichen vorkommen. Im Grunde besteht eine Ungleichungskette aus zwei einzelnen Ungleichungen. Trennen wir diese Ungleichungskette, würden wir einerseits die Ungleichung 3 ist kleiner als x und andererseits die Ungleichung x ist kleiner als 6 erhalten. Für die einzelnen Ungleichungen erhalten wir schnell die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen, oder? Für die erste Ungleichung würden wir die Lösungsmenge, nennen wir sie L1, 4, 5, 6, 7 und so weiter erhalten. Unsere Lösungsmenge der zweiten Ungleichung, L2, wäre 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Vergleichen wir die beiden Lösungsmengen und schreiben die Zahlen heraus, die in beiden Lösungsmengen enthalten sind, bekommen wir auch schon unsere richtige Lösungsmenge, nämlich L ist gleich 4 und 5. Das wäre der längere schriftliche Weg gewesen. Du kannst dir die Ungleichung auch gleich übersetzen und im Kopf lösen. 3 muss kleiner sein als x und x muss gleichzeitig kleiner sein als 6. Somit muss x größer sein als 3 und x muss aber gleichzeitig auch kleiner sein als 6. Welche Zahlen sind größer als 3 und kleiner als 6? Richtig, 4 und 5. Du solltest über beide Wege zur richtigen Lösungsmenge kommen. Die Lösungsmenge einer Ungleichungskette grafisch anzugeben, unterscheidet sich nicht von der einer Ungleichung. Wir betrachten wieder unsere Lösungsmenge. Wir dürfen die Zahlen 4 und 5 einsetzen, damit eine wahre Aussage entsteht. Also beginnen wir bei der Zahl 4 und enden bei der Zahl 5. Die beiden Zahlen sind Teil der Lösungsmenge, also bekommen sie wieder ein ausgefülltes Ringel. Jetzt bist du an der Reihe. Du kannst dein Wissen bei den nächsten Aufgaben überprüfen. Versuche gleich mal selbst, folgende Ungleichungskette in den natürlichen Zahlen zu lösen. Drücke auf Pause und fahre fort, sobald du fertig bist. Ich habe für die Ungleichungskette folgende Lösungsmenge erhalten. Lass mir dir erklären, warum ich zu dieser Lösungsmenge gekommen bin. Ich persönlich übersetze mir die Ungleichungskette immer in Worten. 5 ist größer als m und m ist größer oder gleich groß als 2. Die Zahl, die ich für m einsetzen darf, darf also größer oder gleich groß sein als 2 und muss kleiner sein als 5. Somit ist meine Lösungsmenge L ist gleich 2, 3 und 4. Die Zahlen 2, 3 und 4 würden die Ungleichungskette erfüllen. Eine weitere Aufgabe, die darauf wartet, gelöst zu werden. Drücke wieder auf Pause und fahre fort, sobald du fertig bist. Meine Lösungsmenge wäre L ist gleich 3, 4 und 5. Übersetze dir die Ungleichungskette wieder. 3 ist kleiner oder gleich groß als f und f ist kleiner als 6. F muss also kleiner sein als 6 und muss größer oder gleich groß sein als 3. Somit ist meine Lösungsmenge L ist gleich 3, 4 und 5. Die Zahlen 3, 4 und 5 würden die Ungleichungskette erfüllen. Alle guten Dinge sind 3. Eine letzte Aufgabe, um das Thema Ungleichungsketten abzuschließen. Drücke wieder auf Pause und fahre fort, sobald du fertig bist.
Die letzte Ungleichungskette hat in den natürlichen Zahlen nur eine Lösung, nämlich 1. Denn die Ungleichung lautet ja 2 ist größer als s und s ist größer als 0. Welche Zahl ist größer als s und kleiner als 2? Richtig, nur die Zahl 1. Unsere Lösungsmenge ist demnach L ist gleich 1. Mit den Ungleichungsketten enden wir mit diesem Lernzyklus. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema Ungleichungen verständlicher machen. Du wirst sehen, die nächsten Ungleichungen kannst du bestimmt mit links lösen.